Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausfälligen Wetter und dem dazu passenden Video. Nein, heute nicht am Strand von Maspalomas. Heute mal Wetter unterwegs. Vom Mirador de Maspalomas aus beginnend. Ja, und ich sehe da schon wieder weiße Schaumkronen auf dem Wasser. Wenn man jetzt da Richtung Palm Beach guckt. Das sieht man ganz deutlich. Oder, ja doch, ich glaube schon, dass es Schaumkronen sind. Also auch weiter links. Ja, dann kommen wir gleich zu den Wetterdaten. Heute für den 25. Mai 2024. Jetzt ist 8 Uhr. Muss man aufs Thermometer schauen. 21 Grad zeigt hier das Thermometer an. Tiefstwerte waren es heute Nacht 18, Höchstwerte werden es um die 26 Grad erwartet. 7 Uhr und 6 Minuten war Sonnenaufgang. 20.50 Uhr ist Sonnenuntergang. Und zu den Gezeiten am Strand von Maspalomas. Um 9 Uhr und 5 ist Niedrigwasser und um 15 Uhr und 16 Minuten ist Hochwasser. So, und die andere Wetterlage hier Richtung Berge. Vielleicht hat der ein oder andere ja heute vor, irgendwo hinzufahren, Roque Nublo oder Fataga. Ja, es sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Es sind Wolken, aber jetzt nicht gravierend. Ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit Richtung Playa de Ingles, Richtung Hotel Tropical. Und dann sehen wir auch, was hier los ist heute Morgen. So, die Einstellung, Mikro und Kamera. So, hier hält der 30er, aber kein offizieller Busstopp hier. So, wir fahren jetzt Richtung Avenida Tirajana. Wir haben hier sozusagen die Hauptstraße zweimal. Einmal jetzt hier zum Strand und dann die Avenida Tirajana vom Rio Palas Richtung San Fernando. So, wir fahren jetzt erstmal hier Richtung Strand. Ja, um die Uhrzeit, jetzt kurz nach 8, ist natürlich noch nicht viel los. Es sind noch ein paar Nachtschwärmer unterwegs, sieht man ab und zu. So, und da vorne, da ist das Prisma, ein Einkaufszentrum. Da war früher auch mal ein Kino drin. Sanom Beach Resort, 4 Sterne. Und hier nebenan wird gebaut, hier wird umgebaut. Das war der oder ist der gewesen Terraflor Park. Hier vorne die Anlage mit dem Restaurant Greg Village.
Das ist die Anlage Santa Clara. Da gibt es auch immer wieder schöne Bungalows zu mieten für Urlaub und für ganz also für Langzeit. Hier die Anlage rechts ist Atindana. Die Anlage hat Parkplätze, mehrere Ein- und Ausfahrten. Und ja, die Besonderheit, dass man sein Auto sozusagen auf dem Hof parken kann. So, hier vorne das Hotel Maritim Playa. Dahinter das HL Suite Hotel und links davon das Corona Blanca. Ja, gerade gestern wieder viele, viele Gespräche und das war sehr interessant, auch was sich hier verändert hat, positiv und negativ und wie viele Menschen ja früher hier in der Kasper schon waren und ihre Nächte hier verbracht haben. So, und jetzt fahren wir nach rechts Richtung Wasser, Richtung Meer. Nein, wir fahren jetzt heute am Wochenmarkt vorbei. So, hier ist das vorläufige Gebiet, der Wochenmarkt von San Fernando verlegt nach Playa de Ingles. Ja, und ich sage mal, im Oktober würde es ein Jahr Verspätung haben, dass der Wochenmarkt sozusagen fertig sein sollte. Das Gebäude, der Markt an sich, der ist ja so und hier in diesem kleinen Einkaufszentrum, da findet der Wochenmarkt jetzt statt. Ja, hier wird aufgebaut, Entschuldigung, alles an Taschen und Tüten und alles, was eben so auf einem Markt hier angeboten wird. Es gibt auch ein paar Sachen, die einheimischen Produkte auch hier hergestellt werden, Aloe Vera, Honig, Marmeladen und so weiter. Also, ja, man ist fleißig dabei aufzubauen. Und Parkplatz. Parkplatz ist rar hier in dieser Ecke. Und am Wochenmarkt gibt es schon so gut wie keine. So, aber ich fahre eine Station weiter hier.
So, hier die erste und zweite Strandreihe. Ja, die begehrtesten und beliebtesten Apartments hier. So, und jetzt schauen wir natürlich zum Wasser, das ist ganz klar. So, mal hier nochmal der Blick Richtung Himmel. Also hier reißt die Wolkendecke auf. Und jetzt geht es erstmal hier diese Richtung. Ja, hier sieht das Meer aber schon noch ziemlich ruhig aus. Und von hier hat man den besten Blick nach links und nach rechts hier. Ich sage, für mich eine der schönsten Stellen hier zum Aufnehmen. Ja, was mir noch einfällt zu gestern, es waren ja viele Gäste da und die hatten auch dann den Plan B dabei, den sie sich haben zuschicken lassen von der Antje aus Deutschland und haben den mitgebracht, ganz klar, weil sie hier damit arbeiten und die Touren dann auch unternommen haben und alle sehr, sehr positiv und zufrieden waren. Also es ist ein voller Erfolg, der Plan B. Wie ihr an den Plan B kommt, da gibt es so ein kleines Video und da ist das beschrieben, hänge ich euch am Ende mit dabei. So, jetzt mal erstmal hier der Blick. Die Punta de Maspalomas, der Blick über die Dünen und der Strand an Exodus. Ja, und die Strandpromenade hier. Wie viele von euch sind hier schon entlang spaziert? Auch das war wieder ein Thema gestern, wie viele Menschen nicht mehr kommen können, die ganz einfach aus Altersgründen darauf verzichten müssen, nach Gran Canaria zu kommen. Und die grüße ich recht herzlich, dass ihr wenigstens ein bisschen in Gedanken mit dabei sein könnt und in Form von diesen Videos eure zweite Heimat noch ein bisschen genießen könnt. Und wenn es nur hier so im Film ist. Oh ja, Katzen. Ich habe einen Bericht gelesen, besser gesagt nur so überflogen. Das Katzenfüttern ist extrem ungesund für die Pflanzen und für die Tierwelt auf Gran Canaria. Denn durch das überschüssige Katzenfutter werden auch andere Tiere angelockt und die sind schlecht für das, was hier oft gerade in den Naturreservaten um die Charka rum und so weiter an den Felsen und vielleicht auch hier sich dann ausbreitet. Also das ist nicht gut und es ist auch, ich habe es im Artikel gelesen, es gibt nur autorisierte Personen, die das machen dürfen und an autorisierten Stellen. Ich muss mal schauen, ob ich den Artikel noch finde. Aber da wird dieses ganze Problem der Katzenfütterei mal genau beschrieben. Ja, und wenn man manchmal sieht, welche Haufen da an den Seiten auch liegen, dann kann man sich vorstellen, dass auch Mäuse und Ratten dann davon Gebrauch machen. Also gut gemeint, aber vielleicht geht es dann doch in die verkehrte Richtung mit dem Wildfüttern. So,
So, der Blick hier nach San Agustin. Ja, wir gehen ein paar Meter, ganz klar. Ja, Kai und Antje, die verlassen ja heute auch wieder die Insel. Das heißt, es waren 3 Wochen, es hat viel Spaß gemacht. Die haben auch sehr, sehr schöne Videos gemacht und da werden noch einige kommen und folgen. Also, da freuen wir uns drauf. Und jetzt wünschen wir den beiden dann erstmal einen guten Flug und gute Heimkehr. Ja, schön hier spazieren gehen zu können, obwohl es mir immer noch ein bisschen mehr Spaß macht mit den Füßen im Wasser. Ja, Realität weiß ich noch nicht heute. Da ist ja heute ein Lauf, 6 Kilometer Lauf in Maspalomas. Mal schauen, ob ich davon was mitkriege. Ansonsten schauen wir mal. Ja, der Blick hier in die Berge, auch fast wolkenfrei, ganz klar die Berge zu erkennen. So, und ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit bis zum Hotel Tropical. Position wieder ausrichten und dann geht's auch schon los. Ja, gestern Gäste gehabt aus dem Hotel Parque Tropical und dann aus dem Bulls. Da vorne das Hotel Europalace. Und hier das Shoppingcenter Tropical. So, hier die Bushaltestelle mit dem kleinen Infostand dabei. So, ich fahre mal ein bisschen weiter hier, sind nämlich so weiter geht's hier am Continental. Und jetzt nehme ich euch noch mit Richtung San Fernando. Wenn wir schon unterwegs sind, sehen wir auch ein bisschen Berge. Ah ja, wir können mal, ich zeige euch noch mal die günstigste Tankstelle hier im Süden von Maspalomas. Da fahren wir jetzt direkt hin, wenn jemand von dieser Richtung kommt oder aus dieser Richtung.
Ist also ganz einfach zu finden, die Tankstelle. Also genauso einfach wie der Lidl. So, das ist jetzt die GC500. Hier vorne kommt die Tankstelle und jetzt müsst ihr aufpassen. Da gibt es ein Schild, einen Wegweiser. Hier noch nicht, nein. Den Lidl-Wegweiser nachfahren. Und zwar hier an der Stelle. Hier ist der Lidl-Wegweiser, eine Minute halb rechts. Und da fahrt ihr dann an dem Autogebäude vorbei. Und vor der Kommissarie rechts rein. Nach der Kommissarie, nicht vor der Kommissarie, nach der Kommissarie hier rechts rein. Und da unten ist ja schon der Parkplatz vom Lidl, beziehungsweise links davon die Tankstelle. Einfacher zu finden, nicht möglich. So, hier ist der Parkplatz vom Lidl und hier ist die Tankstelle. Petro Brix. Ja, und dann möchte ich mich auch gleich verabschieden hier an dieser Stelle und zwar direkt am Lidl-Parkplatz. Ich gehe da noch ein bisschen. Und zwar ja. Hier lang und dann geht's links in den Lidl. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein und hasta luego.